Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen bei The Great Dreamlink. Und danke fürs Einschalten. Das allererste, was du tun kannst, ist auf den Like-Button drücken. Ja? Weil, wenn du in der dritten Folge immer noch einschaltest, dann gefällt dir, glaube ich, das Projekt. Und deswegen lass mich das doch gerne wissen. Ich mag dir 12.000 Kilokalorien. Und wir sorgen jetzt gleich für die Stromversorgung, die wir hier unten erstmal bauen werden. Wichtig ist auch, dass die Tiefe hängt, weil das Kohlendioxid schwerer ist als der Sauerstoff. Ne? Also generell habe ich hier oben, wie gesagt, den Fehler gemacht, das hier oben offen zu lassen. Deswegen geht mir der ganze gute Sauerstoff jetzt erstmal da oben flöten. Es dauert zwar ein bisschen, bis der hochwandert, aber man sieht halt schon, hier ist so 1200 Gramm pro Dings, hier oben sind 1000 Gramm. Und das füllt sich dann jetzt so nach und nach auf. Oh so, da unten dürfte jetzt mittlerweile genau das Klo fertig sein. Das heißt, da gibt es einen Entspannungsbonus. Also sehr gut. Und genauso schlafen die Jungs und Mädels jetzt in den Betten. Und das wiederum ist auch sehr gut, weil hier gerade er sich viel Stress hat. Und es gibt halt einen neuen Freund, minus 10%. Veränderung produziert, er schläft. Aber er muss halt auch gut schlafen. Also wenn die gleich hier noch die Betten haben, dann schläft er nochmal viel besser. Also den Raum zu haben. Weil das halt einfach, das ist einfach wichtig. So, Entschuldigung. So, und dann gucken wir uns das halt mal an. Erstmal hier jetzt noch Grundenergieversorgung legen. Nachher müssen wir uns auf jeden Fall noch um die Kühlung bescheren. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich relativ... Das ist mein Eisbiom. Das ist nur kalt wegen dem Neutronium. Das ist das... Das kann man nicht töten. Wow, okay. Da ist auch nochmal kalt mit Oxolid. Kalt ist halt immer schon mal wichtig, ne? Weil kalt ist halt gut, weil kalt. Da unten ist auch kalt. Alter. Da oben ist normale Temperatur relativ. Was ist das denn für ein Ding? Cool Steam Vent. Was ist das denn Ding? Set a researcher to study this formation. Das ist einfach mal 100 Grad heiß. Zu Dampf, also unendlich Wasser. Was erstmal nichts Schlechtes. Wasserstoff. Ja, viele Sachen auf jeden Fall. Dann baut erstmal jetzt das da unten aus, ne? Also wir brauchen jetzt nicht explizit hier so. Müssen wir einfach nur dafür sorgen, wenn nicht uns erkranken. Wo ist es nochmal heiß? Also hier Richtung unten ist auf jeden Fall schon mal hot. Da ist auch wieder kalt. Was sagen wir, diese kleinen Gebiete, in denen es einfach nur arschkalt ist. Was genau kann ich damit anfangen? Ich weiß es noch nicht. Oh ja, genau, hier drin sammelt sich auch verschmutzter Sauerstoff. Den kann man im Laufe der Zeit auch nochmal filtern, weil hierdurch wird das nicht gefiltert. Dann würde ich einfach da eine Filtermaschine hinstellen, die das dann kann. Sofern ich die irgendwann mal habe. Was ist denn eine Gewichtsplatte? Wird aktiv, wenn ein Duplikant oder ein Objekt darauf platziert wird. Okay. Killen. Eine richtige Toilette. Oh, krass, Alter. Das ist Stuff, die ich noch nicht kenne. Erforsche erstmal die Sachen, wofür wir nicht alles brauchen. Dann ziehen wir nämlich damit nur einen Mannequin ab. Brauchen nämlich als allererstes jetzt Strom. Also zumindest diese Art von Strom ist erstmal... Da ist nochmal Kohle. War nicht schlecht. Ah, hier ist Glück. Da ist nochmal Oxolid. Das produziert zumindest ein bisschen Sauerstoff hier auf dem Weg. Ist gerade ein nettes bisschen, was ich gerne mitnehme. Ja, ansonsten merkt man schon halt, wie Terraforming durch den Menschen wirklich hier passiert. Also hier unten ist halt der Stresslevel wird da unten halt extrem hochgehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier nochmal. Ne, erstmal den Strom. Wenn der Strom gebaut wird, dann machen wir hier nochmal. Ziehen wir die Kanäle mal hoch. Dass die mehr Ventilationsaustausch haben und ungefähr die Breite haben wie hier. Weil hier haben wir mittlerweile schon gut Sauerstoff überall. Ist das eigentlich mittlerweile ein richtiger Raum? Ja. Cool. Weil dann. Jetzt da drin zumindest auch mittlerweile richtige Erholung. Und das Wasser muss auf jeden Fall hier weg, weil das im Laufe der Zeit sich aufheizt, ey. Und aufgeheiztes Wasser will halt echt niemand. Das ist auch wirklich halt super krass, ob das alles voll Wasser wird. I don't know.
So. Buddelt, buddelt schneller und schöner. Dann werden wir... Was haben wir da? Graubweizelkorn? Haben wir davon welche? Moment. Ich habe bestimmt bei Ernährung. Das... Bärenmatsch ist cool, ja. Melaus eigentlich auch. Ja, ihr müsst erstmal Melaus so essen. Ne, Moment. Das ist das. Ne, rechts ist das, was ich habe, wa? Ich habe 0. Okay, ich verstehe. Okay, mit Matschriegel. Genau, Matschriegel kannst du auch einfach mit. Da gibt es aber Durchfall von. Du bekommst im Laufe der Zeit halt einfach mehr, ne? Mehr, wollte ich damit sagen. So, baut mal hier richtig schön den Raum aus. Und dann können wir nämlich da unten auch zwei Kohlegeneratoren schon mal hinstellen. Ich weiß, dass man das nicht sofort braucht. Das ist mir durchaus bewusst. Oh, renn. Und schön die Hände waschen, nicht vergessen. So, und... wie ist das hier? Wir werden dann... die Kinder einfach da bauen. Da fehlt ein Facharbeiter. Wofür fehlt denn hier ein Facharbeiter? Was ist das denn schon wieder ein Facharbeiter? Grabenschlucht, Kolonie fehlen lernende Minenarbeiter. Minenarbeiter und erfahrene Minenarbeiter. Ich hab. Ja, Penner. Sorry, ne? Fuck off. Kunst? Was gibt Kunst? Wir brauchen hier unten, brauchen wir. Brauchbares Erz. Da, guck mal, er hat so ein. Ah, okay, er kann Granit als einziger wegmachen. Brauche ich hierfür dann wahrscheinlich auch, wa? Dafür brauche ich sogar zweifach. Minenarbeiter oder nachfahrene Minenarbeiter. Okay, da muss der Peter dann dementsprechend viel Stuff gemacht haben, damit er so was wird. Oh man, Alter. Dann gönnen wir uns doch nochmal ein. Ranching. Ranching kriege ich jetzt auch noch nicht. Oder warten wir noch ein bisschen drauf, bis wir Strom haben. Also ich würde jetzt auf 12 Leute welche hochgeben, würde ich sagen. Der hat Interesse an Bauen. Bauen und Bedienen. Gastropophie. Kochen kann er nicht. Bitte gern Koch. Alle abweisen. Ja. Dann gibt es halt erst in 3 Zyklen wieder ein. Aber drauf geschissen. Was da raus? Junge. Das musst du zerlegen. Sowas ist arschgefährlich. Man. Ja, wir haben fast abgenippelt. Aber das abgenippelt nicht. Aber sowas passiert schneller, als man denkt. Also man guckt halt einmal nicht hin und zack, ist einer tot. Ist halt echt so. So dumm, wie es klingt. Läusebrot. Es gibt 1000 Kalorien Mehl aus. Was für Nährstoffriegel? Schmutzwurzeln. Habe ich ein Rezept? Schmutzwurzeln? Schmutzwurzeln? Na cool. Hab ich nicht. Elektrischer Grill. Na, wir machen erstmal hier den Ausstattung. Tatsächlich hätte ich gerne dieses Kunstzeug, weil dadurch reduziert man extrem krass den Stress. Mache ich auch. Weil der müsste ja gleich fertig sein. Gott, jetzt ist immer noch nicht fertig. Ja, genau. Und dann könnten wir noch. Muss mal so ein paar Batterien hier erstmal hinstellen. So.
Und da dann bitte noch ein Ziegel reinsetzen. Den dann bitte anschließen. Und das bitte deaktivieren. Das zerlegen. Und das zerlegen. So, dann haben wir nämlich jetzt sofort erstmal hier unten Strom. Ja, also es ist schon hier deren Standardpriorität, das manchmal so zu ändern, das finde ich aber noch sehr merkwürdig. Das verstehe ich dann des Öfteren einfach nicht, warum die manchmal solche oder manchmal solche Prioritäten an den Tag legen. Organisch. Ich habe 0 Kilo Algen mehr. Das ist schon mal grandios. Kacke. Kilo Algen sind wenig. Also das kannst du alles abbauen, das kannst du abbauen. Hm? Algen. Wir brauchen Algen erstmal. So, dann haben wir nämlich hier auch noch Algen. Dann halt nicht. Fickt euch halt hart. Also mit dem Wasser hier werden wir auf jeden Fall gleich, ich glaube hier drüber, einen Kreislauf entsenden, der dann dafür... Kannst du mal bitte irgendjemand diesen verfickten Strom da anschließen? Ist jetzt nicht so schwer, oder? Geht doch. So, jetzt müssen wir halt nur drauf aufpassen erstmal, dass halt nicht mehr Strom durchfließt, als hier gebraucht wird. So, der läuft. Das ist schon mal gut. Das dürfen wir zerlegen. Das zerlegen wir auch noch. Also, was heißt mit mehr Strom, der nicht gebraucht wird, will ich natürlich sagen. Natürlich darf der gerne mehr Strom durchlaufen, der gebraucht wird. Aber... Da brauchen wir noch kein Stromkabel. Ja, wobei doch, du kannst mal eins bauen, aber wir können einfach den Generator deaktivieren. So, und jetzt haben wir nämlich schon mal den ultimativen Vorteil, dass die ganze Nacht immer Sauerstoff produziert wird. Ja, wir verrecken nicht wie die letzten Hunde in der Hölle. So, davon haben wir nämlich jetzt noch... ein bisschen. Braucht Algen, um Sauerstoff zu produzieren. Ja, aber Algen haben wir nicht so viel. Deswegen, weil das ist jetzt super schlecht. Das kriegt irgendwie nur 40 Gramm Sauerstoff für 30 Gramm Algen pro Sekunde. Aber ne, während das hier 50 Gramm Algen pro Sekunde zwar braucht, aber auch 500 Gramm Sauerstoff macht, ne? Also ihr merkt selber, ja, wobei. Das hat eigentlich eine viel bessere Konvertierung. Cool. Dann stellen wir davon hier einen hin. Und da. So. Weil das ein bisschen ist. Ja, doch. Brauchst du halt einfach so. So, was haben wir da gerade? Kunst, wa? Haben wir jetzt. Genau, Massagetisch gibt's jetzt. Und. Ein Feldbett. Massagetisch. Stellen wir erstmal provisorisch hier hin. Super hässlich, nur mit so einem. Mit so einem Ding, aber wenn einer zu viel Stress hat, kann er sich erstmal krass passieren lassen. Aber da hast du mal weniger Probleme mit. So, und hier unten tun wir nochmal Abwasser hin, ne? Bis wohin geht denn jetzt genau das da? So, ach, das können wir laufen lassen. Habt ihr bestimmt noch genug zu tun, oder? Wo machen wir denn mal so ein Lager rein? Da.
Da machen wir erstmal ein Lager hin. Und Nahrung. Da auch noch. So, und dann, wenn ihr da schon dabei seid, dürft ihr auch gleich noch bis darüber. Wenn ihr das macht, gucke ich mir das erstmal hier an, wie ich ganz kurz dafür sorge, dass die geilen Faulziegeln da uns nicht erwischen. So. Ja, davon aus. Wir machen jetzt hier die Tür. Moment. Bis hierhin mache ich das, oder? So, nicht so. 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 Das hebt man einfach aus. Als Loch. Und geht dann da so rein. Dann haben wir nämlich hier so ein Ding. Das können wir abgraben, das können wir abgraben, das können wir abgraben, das können wir abgraben. Lassen dann hier aber eine Leiter drin noch entstehen. Lassen dann für die Sanitärgeschichten hier so ein Pümpchen entstehen. Da kann dann das Dreckswasser abfließen. Und dann kommt davor hier noch so eine vernünftige Wand hin. Ist das gut? Das ist noch nicht gut. Weil wir könnten auch einfach so. Dann kommt der so hier hin. Bei. Muss da drüber ein Feld frei sein? Nee. Aber muss kein Feld frei sein. Wenn da drüber eins frei sein müsste, würde mir das Spiel das sagen. Dann so halt. So. Und dann kann das halt alles. Die Leiter kommt dann halt weg. Also bleibt da stehen. Und so. Machen wir das erstmal so. Das nicht. Damit die das da abbauen können. Sehr gut. Ah ja, genau. Und damit das natürlich überhaupt darunter geht, brauchen wir dann eine Leiter. Sonst wird das natürlich alles nichts. Dann habe ich das hier. Ihr dürft noch. Ihr dürft noch. Und wir haben ein bisschen noch Nahrung da oben. Können die noch wegmachen. Haben es geschafft, das Mobiliar aufzubauen. Genau, endlich. Das dauert nämlich jetzt 10 Jahre. Nein, das machen wir noch nicht. Das hat nämlich super die hohe Priorität, komischerweise immer bei den Leuten. Wir haben nämlich noch keinen, der Kunst macht. Ne? Stimmt? Kunststudent haben wir gerade nicht. Genau. Aber es gibt... Oh, Chris hat keinen Beruf. Was hat Chris denn für... Was sind die Werte? Kann ich irgendwo sehen, was Chris gerne tut? Chris wäre gerne Architekt. Hoppala. Architekt, das wäre Chris wirklich. Er hat nämlich Bauen. Sonst hat er wirklich nichts, oder? Oh, nur mal nochmal zu gucken. Ja, Interessen. Genau, weil ich da einfach so drauf gehe. Interesse, er hat nur Bauen. Okay, Bauen, Bedienen, Landwirtschaft, Kochen, Kunst, Reinigen, bla bla, Bauen. Und mit Chris Architekt. Ne? Wenn er so Interessen hat, warum nicht? Er macht halt Bedienen, Landwirtschaft. Er hätte auch Kunst. Aber Landschaft Essen ist wichtiger als Kunst. Critter-Eck. Okay, ganz ehrlich, die ganzen Eckgeschichten. Die packe ich erstmal. Pack da oben erstmal nochmal so
Ein paar Specials werden wir hier nochmal hinstellen. So 5 Sachen, die ich nicht kenne. So, Filtermaterial und Sand. Okay, Landwirtschaft, Dünger. Ne, Dünger kommt da nicht hin. Dünger kommt irgendwo anders hin. Aber das regeln wir nächste Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis morgen.